Ja, und somit wir herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge God of War Ragnarok. Ja, wir haben in der letzten Folge den Wal, den man gerade im Hintergrund hören kann, befreit. Und jetzt müssen wir halt wieder zurück zum Baum. Ich bin gespannt, ob wir durch dieses Tor durchkommen oder wir zurück müssen. Deswegen mal gucken. Aber ich glaube, Welt der Zeit gesperrt. Ach, da müssen wir hin. Soviel ich weiß, Sindris Haus. Genau. Da müssen wir hin. Glaube ich jetzt. Ja, eigentlich ja schon. Wo wollen wir denn sonst hin? Okay, wir müssen die Welt... Ich hoffe, Tyr hatte genug Zeit, immer noch ein Gleichgewicht zu finden. Oder was auch immer. In der Tat. I don't know. Ich sah den alten Kriegsgott in ihm aufblitzen. Aber nur flüchtig. Es ist nichts Falsches daran, gegen den Krieg zu sein. Oder gegen die Prophezeiung. Richtig? Da hast du wohl recht. Man kann sich nie ganz sicher sein, was die Riesen damit gemeint haben. Nicht der Einzige, der sich erinnert, dass sie unsere Reise nach Jötunheim voraussagten? Wenn die Riesen sahen, wie Tyr bei Ragnarök Armeen anführte, glaube ich ihnen. Die Frage ist nur, wie du Tyr dazu bringst, das zu glauben. I don't know. Wir werden sehen. Wir bringen Tyr schon irgendwas bei. Das ist halt nichts an. Also es geht halt nichts anderes. Meister Kratos, auf ein Wort bitte. Wir müssen es halt so machen. Wir müssen Krieg machen. Geht nicht anders. Sprich. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt darauf, um mich zu rufen, und ich eile sofort herbei. Möchtest du es mal ausprobieren? Ja. Nimm mal den roten da oben. Achso, warte, mit meiner Axt, wa? Hä? Hallo? Ich schätze, ach, Windspiel, da. Ich hab mal einen schlechten Tag. Noch einen Versuch? Ja, hab ich gemacht, da. Klingeling, ich dachte, du willst jetzt irgendwas. Meine Fresse. Willst du es mal ausprobieren? Wow, wow. Sag doch einfach, du redest danach nicht. Mann, 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 Mann. Ah, schön, dass du wieder da bist, Junge. Keine Story? Komm und hilf mir, ja? Oh, klar. Ich wollte gerade sagen, redest du mit mir? Nennst du mich Junge? Wir können essen, wann du willst, Kratos. Der Eintopf wird mit der Zeit hier besser. Ja, richtig. Dann lass uns mal essen. So, zu Abendessen. Dann lass uns das mal tun. Atreus, iss. Oh, Vorsicht, Vorsicht! Danke. Freunde, lasst es euch schmecken. Ja. Das werden wir sehen. Hier, bitte sehr. Eine Mahlzeit für einen Streiter. Genug. Ich sagte, wir sprechen nicht mehr davon. Ja, natürlich. Wollte keinen kränken. Ich bin nicht gekränkt. Ist nur ein Wort. Ein Wort, das dir die Sinne vernebelt. Also, glaubst du wirklich, es bedeutet nichts? Die Reise, auf die Mutter uns schickte. Was für ein Jötunheim sahen? Wozu das alles? Denkst du das nicht auch mal? Jeden Tag. Aber ich glaube nicht, dass sie wollte, dass du törichte Risiken eingehst. Und wenn die Riesen auf mich zählen? Welche Riesen? Ich zähle auf dich. Sicher zu sein. Und schlau. Aber Dinge zu beurteilen wie ein Mann und nicht wie ein Kind. Aber was, wenn Luke in den Eisenwald gehen muss? Du bist Atreus. Mein Sohn. Und nichts mehr. Verstehst du? Hab keinen Hunger mehr. Verzeih mir, Kratos. Meine Worte waren achtlos gewählt. Du solltest essen. Manche schwören darauf. Sie tun sogar täglich. Ich verstehe das nicht. Was soll das alles mit Loki, dem Streiter und Eisenwald, wenn nichts real ist? Erst einfach... Ah!
darf ich dir den besten Rat für den heutigen Tag und vielleicht immer geben? Schlaf. Dann klärt sich all der Ärger, der deinen Kopf belastet. Klar. Schön, schlafen. Klingt gut. Ich mein's ernst. Ja, ich auch. Und jetzt raus mit dir. Bin schon weg. Oh, ich glaube, das ist jetzt sowas, was Kratos hatte mit seiner Frau. Denke ich mal. Was? Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Was ist hier los? War das eine Maske? Meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Wo bin ich? Sind wir das? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Kleine Leute. Wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Doch, das soll... Erinnerungen. Mehr sein. Und keine guten. Ja. Das Tor ist kaputt. Das war unser Weg nach Jötunheim. Was willst du? Man hört, dass er älter geworden ist. Lass los, Blume! Ich verstehe das nicht. Von mir aus. Von mir aus. Von mir aus. Ja, von mir aus. Ja, von mir aus. Von mir aus. Ja, von mir aus. Ja. Hey, lauf nicht weg! Von mir aus. Kannst du mir sagen, wo ich bin? Von mir aus. 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 Aufhören! Okay. Ich muss hier verschwinden. Okay, keine Story. Ich hab gedacht, jetzt kommt irgendetwas. Also, es sieht so verdammt gut aus hier. Echt jetzt? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Bitte, warte! Bitte! Warum passiert das? Das Messer ist besser als Mutters. Bitte, hör auf! Wo bin ich? Ein kleiner Süßi. Warte.
Bitte. Hey, wo willst du hin? Dem Wolf folgen. Ich komm schon. Ach, wie süß. Ich glaube, wir sind im Eisenwald. Okay, wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ja. Kollege, ach da. Du kannst auch denselben Weg gehen, wie ich halt gehe, ja? Damit wir uns nicht verlaufen, okay? Ah, wir müssen uns durchschlängeln. No problem. Wo bin ich? Schön. Kannst du mich verstehen? Wolf. Noch einer. Ich bin Freund. Hallo. Hallo. Ey, aber Atreus, ey, also, das war voll krass, dass er gerade abgestochen wurde. Von sich selbst. Aber Kratos wollte ihn noch aufhalten. Aber leider irgendwie zu spät. Ich hatte einen wilden Traum und bin gerade hier aufgewacht. Ist das Eisenwald? Ja, ich glaube schon. Wie bin ich hierher gekommen? Da oben die Raupe. Ich hab mich hierher geträumt? Ich meine, das muss ich wohl. Ich bin hier. Geil. Alter, ist das hübsch hier. Hey, das ist eine Fee? Mit Flügeln? So. Ach, wie süß. Kann ich die abschießen? Nee. Da oben, diese komische Raupe da. Wie geil. Eieiei. Ein dritter Hund. Wolf. Alles gut. Welcher Geruch? Oh. Das ist wohl Fenrir, den du riechst. Schade, dass er nicht hier ist. Ja, schade. Ah, vier Stück sind wir schon. Los. Und ich bin der fünfte Wolf. Wir sind ein... da ist der fünfte. Bin ich der sechste? Los, du Nasch. Bist nicht siebte. Allein, was? Siebte? Mit mir sind sieben, ja. Mit mir. Da haben wir schon mal den nächsten. Atreus und das Duft? Wolfsrudel. Die Luft hier ist... keine Ahnung. Noch mehr. Süßer? Liegt es an den Bäumen? Wie heißt das? Der Junge, der mit dem Wolf Komme. Tanzt? Das Tut bin ich. Ihr wollt mich nicht fressen? Das ist Was ein eine Witz, dumme ja? Frage. Warum wärst du denn mitgegangen, wenn sie dich überhaupt fressen wollten? Junge, ich wäre instant abgehauen. Jo, ihr wollt mich gar nicht fressen. Ja, hättest du das in Erwägung gezogen, wärst du auch nicht mitgelaufen. Hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht, aber es ist verdammt schön. Verdammt schön. Oh, ist das ein Portal? Komisch, dass er überhaupt Hier weiß, durch? Was sie wollen. Ja. Aber es redet keiner von denen. So mit so... oder so. Ich bin noch nicht fertig. Die Farbe wird aus der Rinde der Eisenwaldbäume gewonnen. Sie nehmen die Erinnerungen des Waldes auf. Die Farbe kennt sie also auch. Erinnerungen an Vergangenes. An die Zukunft. Da darf kein Blut drauf. Oh, du bist das. Du weißt, wer ich bin? Was ist? Mein ganzes Leben warte ich auf diesen Moment. Du bist seltsamer, als ich dachte. Oh. Verzeih. War das fies? Ja. Verdammt. Und schon vermassle ich's. Es ist nur, du bist der Erste, mit dem ich rede seit sehr langer Zeit. Und seltsam kann gut sein. Danke. Fangen wir neu an.
Ich bin Ongre Boda. Du hast sicher viele Fragen. Ja, wo... Folge mir. Du wirst deine Antworten kriegen. Oder ein paar. Darf ich vorstellen, unsere du zukünftige Frau, wenn wir groß sind? Du kennst mich? Wie gesagt, also für Atreus. Du kriegst deine Antworten bald, Loki. Alter, verschollene Heiligtum. Ist das nicht dein Name? Nein, es ist mein Name. Ich bin Loki. Nein, du so. Kleiner Lügner. Wow. Oh, ich glaube, ich werde mit ihr auch noch kämpfen müssen, wa? Wenn sie solche Fähigkeiten hat? Nice, neue Fähigkeiten haben wir. Okay, brauchen wir aber jetzt noch nicht. Ich, gehe meinen eigenen Weg. Also, wo genau bin ich? Da war dieser Nebel. Oh, man sagt, der Utgard kann verwirrend sein. Doch hier im Eisenwald bist du sicher. Ich hoffe es doch. Aber ich glaube eher weniger. Wenn ich da bin, ich ziehe es also, die Gefahr an. Ich dachte, Eisenwald sei nicht real. Raffiniert, oder? An der Wald der Riesen nicht existiert. Ich wurde nicht danach. Der Wald der Riesen. So wird er von einigen genannt. Oder? Ja, aber trotzdem muss doch irgendwas sein damit. Also kann man ihn nur in Traum erreichen, oder wie? Also würde ich jetzt halt denken, weil irgendwas muss ja da sein. Geil. Oh, hier. Bam. Nice. So, Ongre Boda. Oder, Was ist das? Eine Brasse. Ongre Boda. Ist groß. Ach ja. Ich dachte nicht, alle Riesen waren riesig. Ja, doch. Irgendwie ja schon, ne? Ach, da. Ich kann also doch rauf. Ach, er hat schnell einen Pfeil dran also, gemacht. Also, was machst du hier? Malen, sammeln, überleben, bewahren, was ich kann. Aber warum auf mich warten? Weil mein Schicksal ist... dir deins zu verkünden. Oh. Hey! Achso, ich wollte gerade Viereck drücken, damit sie mit mir hilft. Fräulein, ich dachte, hier ist nicht so. Nee, ich hab kein Schild. Warte, warte. Ich mach das, Sweetie. Also, Sweetie wegen Atreus zukünftige, gell? Ihr wisst Bescheid. Zack. Bam, Junge. Zack. Ja, siehst du, ich hab's schon gut drauf, oder? Oder? Was sagst du? Ongre Boda? Du kannst mit das dem war der erste umgehen. Kampf gegen einen Draugut bei dem. Danke. Danke, bitte. Hallo. Also, was hast du gemacht, bevor du herkamst? Fimbulwinter überleben. Ärger bekommen. Warte, gibt's den hier auch? Kennst du den? Ja. Wen? Den kenne ich ja noch nicht mal. Ja. Könnt ihr mir helfen? Ich bin über dir, aber geh den Weg einfach weiter. Ja, ja, mach ich. Eieiei, da bin ich jetzt echt gespannt, was da jetzt am Ende noch kommt, weil wir müssen ja, also ich denke mal, ist wir werden von Kratos ein geweckt. Kettenhemd? Was Brock und Sindel da dazu sagen? Zu 100%, oh, ey. Das sind sowas wie Onkel? Sowas wie? Nicht die! Nicht Explosion! Die sind eigentlich Zwerge. Ich hasse sie. Skalver! Ja, Skalver. Viel zu spät, Kollege. Skalver! Bam. Skalver hin oder her. Wir machen hier einfach fertig. Müssen wir hier lang? Ne, das ist die falsche Richtung, wa? Dann müssen wir hier lang. So, Ongre Boda, wo bist du? Hast du mich wieder verlassen? Ja gut, haben wir keine zukünftige mehr. Naja, ist egal. Suchen wir uns eine neue. Warte. Ah, Secret? Irgendwie nicht, oder? Hä, warum konnte ich das... Ah, hier. Ah, das machen wir kaputt. Ja, sehr schön. Wow. Oh mein Gott. Also, da hätte man rein müssen. Also, unbedingt wichtig. Ganz, ganz wichtig. Hä, wo ist denn der Weg? Ah, guck mal hier. Da, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Skalva. So, guck mal, sie. Danke. Ja, easy. Was? Hallo. Ja, sieht wohl so aus, ja. Wa? Genau. Noch einer? Ach, hallo. Kusch dich mal bitte. Und kusch dich. Lebst du noch? Ja, bye bye. Nehmen wir die Truhe jetzt auch noch mit. Und gehen mal weiter. So, was willst du jetzt genau von mir? Sag mal meine Zukunft. Sag mal, bin ich Loki? Bin ich Atreus? Wer bin ich? Kratos meint, ich bin Atreus. Und ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, dass er sagt, dass er,
Atreus ist und nicht Luki oder sonst wer. Weil eigentlich ist ja auch das Richtige. Er ist ja Atreus. Aber Luki kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja hier, Dings hier. Wie heißt es? Von Thor der Bruder oder so? Also, wenn man jetzt danach geht von hier Marvel, gell? Ich weiß ja nicht, ob das damit irgendwas zu tun hat, aber Luki ist ja wirklich, wirklich der Bruder von Thor. Großartig! In einer Riesenbegegnung. Und es könnte Schicksal sein. Was? Tut mir leid. Bloß sehr aufregend. Na schön. Das ist eine Riesin? Die ist aber klein. Ja, Fräulein, wo muss... Ach, da muss ich ja. Okay. So, jetzt einmal da auf die Dings da drauf und ab nach oben. Hä, aber das soll eine Riesin sein jetzt? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es ist alles in Ordnung, oder? Ja, ich bin in einem Zauberwald, der nicht da sein sollte. Richtig. Ich rede mit einer Riesin und sie ist... klein. Ja. Sie ist sehr klein. Okay, er wundert sich also schon selbst, sodass sie halt überhaupt so klein ist. Gut. Hallo, da bin ich wieder. Moin! Oh, hab dich! Danke. Schätze, ich habe hier noch nicht alles im Griff, hä? Huh? Mhm. Hast du noch nicht? Ich wollte nur kurz was trinken. Meine Mutter zeichnete ihre Visionen auf. Prophezeiungen. Magst du sie dir ansehen? Ja. Gerne. Wo sind deine Eltern? Sie sind nicht hier. Sind sie... Ich weiß, du hast viele Fragen, aber... Bitte nicht. In Ordnung? Tut mir leid. I'm sorry. Ach, Sünde. Ihre Eltern sind tot. Ich glaube, sie ist die einzige Riese noch, die es gibt. Vielleicht. Luki! Ich hab's. Sag mir wann! Jetzt! Lass los! Lass los! Ich mach das! Ich helf dir aber auch gut mit, ja? Da sind mehr! Ja, ich mach das schon. Zack! Bam, Baby. Bam! Zack! Hallo! Moin, Freunde! Ja, ja, mach schön Gift auf die drauf. Oh, sehr schön, kleines. Zack! Bam! Ja, ja, ich mach ja schon, ich mach schon. Ich hab alles unter Kontrolle. Hallo? Muchas gracias. Einmal Treos. Wie ein Streiter sogar. Danke. Ich bin ein Gott. Sohn von Kratos. Vielleicht kennst du ihn. Na, komm, Story wieder. Ah, ich glaube eher weniger. Wir haben ein Portal anscheinend erreicht. Warte. Gut, jetzt du. Oder doch nicht. Ach ja. Wann kommt Story, wann nicht? Das ist Itis Medaillon. Ein was? Ein Medaillon? Was? Los! Na gut. Ein Medaillon? Das ist eine Kette gewesen? Wie riesig war denn das Viech? Warum ist es tot? Wo bist du? Was wolltest du für... warte. Ich kann auch langsamer. Ja, warte. Ich habe mir das Medaillon angeguckt. So, warte. Wait a minute. Ich hab dich. Oh mein Gott, das... ich hab dich. Ha! Ich bin viel, viel schneller. Pfiff. Also, ich weiß ja nicht, warum sie sagt, dass sie langsamer machen soll, aber... ganz ehrlich, ich bin viel, viel schneller als sie. Schummlerin! Wer zuerst runter ist, gewinnt! Was, wer zuerst runter ist? Schummlerin! Komm, komm, Atreus, lauf doch! Tja, hast gewonnen. Schummlerin hat sie gar nicht. Naja, ich kannte den Weg schon. Bisschen geschummelt. Ja, ich bin gar nicht aus der Puste. Bemerkst du das? Tja, jetzt siehst du, wer besser ist. Ich hab mich noch nicht mal angestrengt. Tatzelwurm! Ja, ja, Tatzelwurm. Dann weißt du ja, wie man sie schlägt. Ey, die kenne ich von früher. Halte und gedrückt und angedrückt. Geisterfalke! Hier ist sonst nicht so viel los. Ich Glückspilz. Ich dachte, du heißt Loki. Ich heiße Atreus. Oha, die sehen echt geil aus. Alter, jetzt reicht's mir, gell? Hallo. Ich glaube, ich gehe mal lieber Nahkampf hin, weil ich glaube mit Nahkampf... Oh, shit. Ich glaube, Nahkampf kann ich ein bisschen besser kämpfen als Fernkampf. Aber Fernkampf bringt ein bisschen mehr Energie, gell? Ich bin da.
Ja, ich bin auch da. Mahlzeit. Ganz ehrlich, sie sagt zwar, sie ist da, aber ob sie mir wirklich hilft so? Oha! Kinder, aus hier! So, gib mir ein bisschen Energie, ja? So, jetzt fehlt nur noch einer hier. Zack. Ja, nice. Der hat sich angehört wie ein Schwein. Es war ein Schwein. Okay, also hören sich die Schweine in dieser Welt hier ein Ticken anders an. Ja, warum nicht? Das sind halt Schweine anders. Wir sind fast bei Mutters Schrein, wo sie Groas Vision aufschrieb. Es war ihre Art, das Erbe unseres Volkes am Leben zu halten. Die Bemühungen der Asen. Okay, also ist ihre Mutter wirklich tot. Sonst würde sie nicht so von ihr sprechen. Danke. Aber es tut mir leid. Tut mir leid, Kleines. Dass ihre Eltern weg sind. Sünde. Oh, wow. Oh, das war heute nicht die letzte Knopfmuschel. Hoffentlich. Knopfmuschel? Gut, warum stehen hier Vasen die ganze Zeit? Also ja, ich kriege halt Hack daraus, aber trotzdem weird irgendwie. Was denn? Was passiert? Oh, wir haben es erreicht. Oder? So, ja. Ist nicht Warnmagie? Was meinst du, von wem sie das lernten? Da wären wir. Du lebst hier? Mhm. Hier lang. Was hast du denn hier alles? Ah, okay, sie und ihre Mutter. Aber der Vater ist nicht da. Angrebodas Baumhaus. Halt! Okay, gehen wir doch mal rein. Ist das mein Schrein? Ich wollte ihn wiedersehen. Mein Schrein? Wie dein Schrein? Was für ein Für Ding? Viele Riesen ist es schön, ihren Weg zu finden und zu gehen. Bereit? Natürlich sehen andere die Zukunft bereit. Und sind durcheinander. Das habe ich schon gesehen, wo wir Mutters Asche verstreuten. Es war an der Wand. Alles war schon geschehen. So wie es sagte. Aber der Teil war beschädigt. Oh, das sind wir. Was ist da drin? Hm. Wer das wohl ist? Halt. Nein! Nein! Das ist falsch. Das kann nicht passieren. Nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist nicht echt. Eisenwald ist nicht echt. Utgard ist nicht echt. Nessie ist echt. Ah! Loki, hey, hey. Hey. Wow, wow, alles gut. Alles gut. Hey, wird schon gut. Alles wird gut. Hey, sieh mich an. Hey, hey, hey. 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 Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gut. Durchatmen. Hey. Hey, atmen. Gut. So ist's gut. Ja, alles gut. Lass los. Schon gut. Dir geht's gut. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was das war. Das passiert allen. Mach dir keine Sorgen. Das passiert allen? Nicht das mit dem Wolf, aber die Angst vor der Zukunft. Das ist nicht meine Zukunft. Da steht, ich diene Odin und mein Vater stirbt. Das kann nicht sein. Hey, genauso wird alles ausgehen. Und je eher du das annimmst, desto besser. Oh, Scheiße, das war gemein. Hey. Vergiss das jetzt erstmal. Vergiss die Zukunft. Vergiss Loki. Du bist ein Riese. Und du erhältst gerade eindeutig Kräfte, die du noch nicht verstehst. Gehen wir ein Stück. Du kannst mir helfen und ich bring dir was bei. Weißt du?
Riesendinge. Na komm. Tief einatmen, tief einatmen. Das ist auf jeden Fall nicht die Zukunft. Hast du verstanden? Deine Mutter hatte keine Ahnung, was sie da macht. Okay? Wir werden alle überleben. Okay? Wir haben es verstanden. Mann. Das, also, ich sag mal so, von der Marvel-Geschichte und so, dass man dann zur Familie gehört, zum Odin so, macht ja dann schon eher Sinn, so, wenn Kratos nicht mehr da ist, so, weil er Loki dann halt ist, so, aber, ne. Was ist das? Hier, folge mir. Wo gehen wir hin? Wir holen uns was zu essen, pflanzen Samen. Mein Alltag. Aber ja. Erst lernst du jemanden kennen. Wen? Ein Schildi? Loki, das ist Jatla. Hallo, Jatla. Ist mir eine Freude. Oh, wow. Sie ist echt groß, hm? Wir haben Jalla da. Der heißt Jalla. Also, die nennen sie natürlich Jalla. Oder so. Jalla. Heißt ich Jalla schneller? Ja, ich komme. Jalla. Passt ja vom Namen her. Ganga. Los. Also, schätze, du weißt Bescheid über dieses Streiter, der... Jatna? Ja. Soll ich dich... stattdessen so nennen? Nenn mich Atreus. Nein, Loki reicht. Warum Loki, du Vollhonk? Streiter. Also, ja gut, was am Ende natürlich da passiert, das sehen wir ja noch so, aber... Also... Bin echt gespannt. Gehen wir noch mal hin? Wir müssen Früchte sammeln. Am Fluss entlang finden wir schon welche. Diese Blumen da drüben. Stille. Na gut. Schneller drehen, okay. Wofür denn schneller die drehen? So. Sie wachsen nur in Jötunheim. Meine Mutter und ich schliefen immer daran, wenn sie sich mit Oma gestritten haben. Einer der seltenen Orte, an denen sie Ruhe fanden. Eine Muschel. Pass auf, nachher, sie tut nur so, meine Mutter und Dings, wie wir da an Dings da saßen und so. Und auf einmal ist sie jemand, der mich töten möchte. Oder die mir die Zukunft verinnerlichen möchte, damit die Zukunft auch passiert. Aber nichts da. Wir kennen die Zukunft, das bedeutet, wir können was unternehmen. Denn weil wir es ja jetzt wissen, ist die Zukunft nicht mehr die Zukunft. Aha, hier ist eine. Nehmen wir sie. Für wen sind die? Nehmen wir Todesapfel. Fressen, oder? Ja, komm, gönn dir den Todesapfel. Welche Früchte habe ich noch von nie Sam gesehen? Von Sam vs. White ist sie das. Sie heißen Grünknoll. Todesapfel. Meine Mutter gab sie mir jeden Tag, damit ich stark werde. Die schmecken furchtbar. Furchtbar, ja. Hat aber funktioniert. Warum isst du sie dann? Wenn es doch nicht schmeckt, dann würde ich es doch gar nicht essen. Entschuldigung? Ja, lass sie scheint dich zu mögen. Magst du die Heu? Ja. Mag ich. Ach, guck mal, ein Eichhörnchen. Nee, was ist das? Ein Affe? Was ist das? Ist eine Ratte. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Sie kommen schon. Die Wölfe. Kümmerst du dich um sie? Das tue ich. Sie sind gute Freunde. Von denen würde ich gern mehr sehen. Ja, er hat sich gerade in einen Wolf verwandelt. Stimmt, das habe ich gar nicht angesprochen. War das geil? Ich hoffe, das passiert noch und wie dann können Früchte wir als kämpfen als Wolf. Musst du bald wieder weg? Nein, ich muss bloß meinem Vater das Leben retten, glaube ich. Loki, wir haben Zeit. Nein, haben wir nicht. Wir haben Zeit, ich muss nach Haus. Klar, ich weiß nicht, wie viele Minuten das sind hier und wie viele Minuten in der Gegenwart. Da oben sind Früchte. Dann sollten wir da auch sein. Aber ja, das werden wir dann halt noch herausfinden, sobald wir geweckt werden. Oh. Moment, redest du mit mir oder mit dem Jack? Mit mir natürlich. Ich habe Pfeile. Ich kann runterschießen. Danke. Super. Danke. Gern geschehen. Ab in die Tasche rein. Natürlich. In die kleine Tasche. Hm. Ja, ja. Das ist sehr gut. Kejahala. Das stand da. Ach, Sünde. Lass doch mal Jalla. Hey, komm her, mein Nach Kleiner. Dir. Tatsu. Immer sagte ja. Ich weiß, wir sind hier draußen und haben Spaß, aber vielleicht sollten wir darüber reden, was du auf dem Landgut sagst. Was ich sah, würde machen. Nie passieren. Ich würde mich Odi nicht anschließen, wenn es mich Vater kostet. Richtig. Wenn ich etwas von meiner Mutter gelernt habe, dann, dass diese Dinge irgendwie wahr werden. Auf irgendeine Art.
Deine Mutter hat keine Ahnung. Mein Vater sagte immer, verschließ dein Herz davor. Aber ich kann nicht. Doch, mach das. Nicht hierbei. Doch, er wird es schon schaffen irgendwie. Vielleicht wird es dann nicht wahr. Wer weiß, vielleicht ist das so eine Art Zeichen, was komm, er ihm geben nicht möchte. Dran. Ja, weil Yella doch erstmal da sein muss, oder? Wo? Ach, da. Hava! Okay, pack wieder eine Tasche rein. Ja, super. Yella, komm her hier. Komm her, bei Fuß. Schönes Tier. Schön aber, wie er hören kann. So, jetzt müsste es Open World sein und dass wir mit denen richtig reiten können. Weißt würde du, doch passen. Vielleicht dachte ich daran, nach Asgard zu gehen. Aber ich würde es nie tun. Ja? Mein Vater war mir mit meinem Schicksal keine Hilfe. Doch als ich mit Odin allein war, wollte er mich lernen. Wenn ihr allein wart, hätte er dich leicht töten können. Also, ja. So leicht auch wieder nicht. Doch, im Schlaf? Was willst du denn da machen, Kollege? Gehen wir hoch zu dem Vorsprung. Ja, machen wir. Und dann holen wir die restlichen Früchte. Ich weiß zwar nicht, wie viele wir noch benötigen, aber... Ah, nee, wir sind fertig. Dankeschön. Mehr von den Früchten. Wir hätten genug, aber nehmen wir sie mit. Wie ja. Weißt du, dass sie reif sind? Von meinen Eltern hat ziemlich viel mit Raten zu tun. Nicht alles geschieht so, wie du es erwartest. Das Wesentliche schon. Das Wesentliche. Yella! Komm her, ihr! Oh. Das Schlag kommt nicht unter den Stamm. Ja, dann, dann... Yella, komm her! Sehr gut. Na los, Mädchen. Skerva. Komm her, Yella. Los. Komm her jetzt. Wir haben keine Zeit. Kratos kommt gleich. Ich bemerke schon, wie er mir im Nacken hängt. Vielleicht hängt er mir schon im Nacken Futter und ist so... Futter besorgen. Wach auf. Tiere füttern. Wer weiß. Machst du das täglich? Wenn nicht, sterben sie. Ganz schön viel Arbeit für dein Alter. Unser Alter. Aber wir sind gleich fertig. Stimmt. Vor seinem Tod bat mein Vater mich um Verzeihung. Weil er mich nicht beschützen konnte. Achso. Schneller wachsen werden. Also hat sie ihr Vater kennengelernt. Alter, sind große Redner, was? Naja, so Vater und Mutter halt, oder nicht? Sind ja dann halt beide gleich so. Sind beide Elternteile. Haben das Sagen? Gerade wenn du klein bist, Atreus, hast gehört? Dann hör also auf deinen Vater. Ist halt wirklich so. Er muss halt ein bisschen, ne? Das, was Kratos sagt, ist Gesetz. Weißt du, vielleicht braucht Odin dich für etwas. Oder vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht überliste ich Odin. Oh, ist das was, worin du gut bist? Das hat mein Vater mehrmals angelogen. Ah, ein Meister der Täuschung. Und darauf bist du stolz, Kollege? Nein, komm her in den Eimer. Jupp, nimm mich. Hey, falls ich meinen Bogen reparieren muss, darf ich... Natürlich, in meiner Werkzeugkiste da drüben findest du alles. Übrigens, ist da etwas für dich in der Werkzeugkiste? Wir treffen uns bei Jatla, wenn du los willst. Kann ich noch etwas hierbleiben? Solange du willst. Nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, die tut unseren Kopf nicht so gut, weil die will uns die Zukunft wahrmachen und so weiter, ne? Deswegen halt... Ach du Heilige, bist du süß. Ein kleiner Godzilla? Mit riesigen blauen Augen? Okay, schießen kann ich nicht. Na egal. Also, dann würde ich schon mal sagen, weil nächste Folge passiert was anderes. Das war's erstmal von einer weiteren Folge. God of War, Ragnarok. Ich hoffe natürlich wie immer, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.